Es war Februar in Berlin. Und der Winter tat das, was er am besten konnte. Er hatte sein Windmesser aufgeklappt und schnitt sich durch alles, was sich ihm in den Weg stellte. Kleider, Haut, Seele. Wir dürfen nicht auffallen. Wenn du kontrolliert wirst, vermeide jeden Blickkontakt. Pluster dich nicht so auf. Es wird einschüchternd, wenn alle sehen, wie kräftig du bist. Und lass mich zuerst vortreten, ja? Vielleicht würde es seine Erinnerung beflügeln, wenn er sich die dunklen Haare schnitt und den Bart stutzte, doch er bezweifelte es. Für ihn war der Mann mit den traurigen Augen, der schiefen Nase und dem kantigen Gesicht ein Fremder, in dessen vernarbten Körper er gefangen gehalten wurde. Wahnsinn. Also mir gefällt es persönlich, ich hoffe natürlich, dass es den Leuten auch gefällt. Wunderbar, das war so mega geil. Ich bin so glücklich, dass ich hier war. Und hier dieses Interaktive mit dem Publikum, mit der Musik, mit so ein bisschen Privatem auch zu erzählen. Tolle Veranstaltung. Ich finde, die Mission oder den Anspruch zu haben, Kopfkino dann doch real werden zu lassen, hat hier sehr gut funktioniert.